bin live. Ich habe jetzt doch eine WLAN-Verbindung. Das ist gut. Eben hatte ich keine. Hi, hallo, alle, die da sind, können mir gerne winken oder mir Hallo schreiben in die Kommentare. Wir machen heute Projekt Nummer 3 aus der August-Bastelbox. Hallo Mona! Wir sind also jetzt schon bei Projekt Nummer 3. Wir haben schon den Juni komplett gemacht mit 4 Projekten, den Juli komplett mit 4 Projekten und jetzt sind wir schon beim dritten Projekt in der August-Bastelbox. Und meine Katzen sitzen genau nebendran, die leisten mir heute Gesellschaft beim Basteln. Genau, und ich hoffe, ihr habt auch einen, hi Marion, ich hoffe, ihr habt auch einen Begleiter oder einen Mitbastler oder etwas zu trinken dabei, dass, ich habe heute Kaffee. Dass euch etwas zu trinken, dass euch Gesellschaft leistet. Und hallo Claudi, schön, dass ihr alle da seid. Und wir starten heute mit einer Fancy Fold-Karte. Wir haben ja im August uns auf die Fancy Folds konzentriert. Das heißt also alles andere, hallo Cordula, alles andere als eine einfache gefaltete Karte machen wir im August. Und heute machen wir eine Karte, die heißt, ich habe unterschiedliche Namen gesehen, die heißt Peekaboo oder Hidden Message Karte oder auch beides zusammen, Peekaboo, Hidden Message Karte. Also auf jeden Fall der Clou liegt darin, dass man eine, hier steht für dich, das seht ihr gleich, wenn ich es umdrehe, dann richtig. Und wenn man die Karte aber öffnet, dann steht da Glückwunsch. Ja, also eine Karte, die Botschaft verändert, während man sie aufmacht. Das machen wir heute. Genau. Bevor ich euch umdrehe, wollte ich euch, ich habe ja gerade eben meine Begleiter, meine Katzen, die heute beim Basteln begleiten, gezeigt, also oder angesprochen. Die kann ich euch leider nicht zeigen, weil sonst müsste ich ihr alles auch abbauen. Aber die, ich habe alles so schön vorbereitet, ne? Und mir für das Projekt alles hingestellt und schon zurecht. Und dann kam ich vorhin und dann hatten die hier schön durch diese Plastikfolie mein schönes weißes Blatt angebissen. Tja, das kann ich jetzt nicht mehr nutzen. Zumindest nicht die Ecke. Ja, muss ich jetzt ein neues Blatt nehmen. Aber ich dachte, oh ja, ich bereite alles vor, ich bin bestens hier. Kein Stress dann später und dann, naja. Wie ist es bei euren Haustieren? Habt ihr welche und haben die schon mal eure Projekte ruiniert? Oder sind die schon mal beim Video machen einfach durchs Bild gelaufen? Das hatte ich nämlich auch schon mal. Wenn ihr meine Wasserfarbtechnik, mein Aquarelltechnik-Video kennt von YouTube, dann läuft meine eine Katze da quer durchs Bild einmal. Ist auch sehr schön. Genau, dann drehe ich euch jetzt mal und dann können wir eigentlich schon fast direkt anfangen. Es sind ja genug Leute online, da können wir ja basteln. Also Augen zu, es wird jetzt wackelig. Sonst kriegt ihr einen Drehwurm. Und umdrehen die Kamera. Lass mal gucken. So. Okay. Ich hoffe, das geht jetzt so. Ich glaube, ich mache mal dieses... Du bist tollpatschig genug, Cordula. Du machst deine Projekte selbst. Du nagst sie selbst an, ja? Oh. Also irgendwann kaufe ich mir ein neues Stativ. Schon ein bisschen... doof alles. So. Also wir brauchen jetzt... allererstes unsere Schneidemaschine. Ich zeige euch jetzt nochmal die Karte. So. Wir arbeiten also mit diesem DSP ganz mein Geschmack oder so heißt das. Ganz mein Geschmack. Genau. Damit arbeiten wir heute mit Flüsterweiß und ich habe hier
Mit den Incolor 2019 bis 2021 habe ich hier so Stanzmotive ausgestanzt. Das sieht nicht so aus, weil das Blumen sind, aber die sind auch so einem Schneeflocken-Stanzset. Genau, und zwar in den Farben Faungrün und Ziegelrot. Und damit habe ich auch gestempelt. Und mit diesen neuen Schmetterlingsakzenten habe ich das gestaltet. Die heißen Schmucksteine in Schmetterlingsform. Auch in diesen. Hey, Homie! Oh, Verbindung etwas ruckelig. Ja, hatte ich auch am Anfang. Scheint irgendwie Facebook-Problem zu sein. So, also, und dann macht ihr die Karte auf, ne? Steht für dich. Zack, Glückwunsch. Ja, und die machen wir jetzt. Ihr braucht also ein Stück Flüsterweiß, ein DIN A4-Blatt Flüsterweiß. Ich brauche einen kleinen Schluck Kaffee als Stärkung. So, und dann nehme ich jetzt ein nicht angenagtes Stück Flüsterweiß. Und hier könnt ihr auch sehen, ich war heute schon ganz aktiv am Basteln und habe versucht, alles wegzuwischen, aber ich habe hier irgendwie meine ganzen Finger voll mit Farbe. Daran könnt ihr erkennen, einen Bastler erkennen. So, ihr nehmt jetzt euer Stück Flüsterweiß. Moment, ich muss hier gerade mal scharf stellen. Scharf bitte. Nee, will nicht scharf stellen. Jetzt. Sehr gut. Also ihr nehmt jetzt die kurze Seite nach oben. Nochmal scharf stellen. Nee, so können wir natürlich nicht basteln, wenn ihr nicht seht, was ich mache. Jetzt. Und schneidet bei 10,5 der Länge nach das Papier. So, das eine drehen wir und wir schneiden bei 14,6. Und wir falzen bei 0,5 und dazu schiebe ich zum einen hier erstmal meine Schneideklinge nach unten und dann schiebe ich nach rechts auf 0,5. Ja, da habe ich hier eine gute Auflagefläche und mein Papier verrutscht mir nicht. Also das heißt, immer wenn ich so bis 3,5 cm irgendwas schneiden oder falzen will, dann benutze ich die rechte Seite des Schneidebretts. So, und hier falzen wir bei 0,5 cm. Das ist jetzt unser Stück hinten. Was ist hinten? Das kann ich auch eigentlich aufschreiben. Zehn Komma fünf mal 14,6 cm bei 0,5 cm Falzen und das ist hinten. So, dann brauchen wir das mittlere Stück. Da brauchen wir jetzt hier dieses lange Teil. Ist also die zweite Hälfte von unserem DIN A4-Blatt. Und dazu müssen wir jetzt diesen Arm ausfahren, weil wir müssen jetzt ein größeres Stück schneiden. Und zwar müssen wir schneiden bei 21,6. Ja, 21,6 schneiden.
Und wir falzen bei 10,8. Das ist jetzt die Mitte. Das können wir auch schon falten. Das ist jetzt Stück Mitte. Also 10,5 mal 21,6 cm. In der Mitte, also bei 10,8, falzen. Und das ist Mitte. Okay. Ja, hallo Anne, es wird wieder gebastelt. Ich sag dir noch, wir werden dich noch verliebt machen und du wirst eine Bastelbox, eine August-Bastelbox noch bestellen. Im August noch bis zum 31.08. bestellbar. Die August-Bastelbox, da hat man Materialien für 4 Projekte. Und wir sind jetzt schon bei Projekt Nummer 3. So, und dann brauchen wir noch ein weiteres Stück Flüsterweiß. Das hat die Maße 21 mal 10,5 cm. Das heißt, wir brauchen jetzt tatsächlich noch ein zweites DIN A4 Blatt oder ein kleineres Stück, wenn ihr eins da habt. Ich könnte, glaube ich, hier, eventuell passt dieses hier, weiß ich nicht, ob das groß genug ist. Ich muss mal messen. Nee, das wird nicht langen. Aber ich nehme mal mein angeknabbertes. So, ich nehme jetzt hier mal mein angeknabbertes, ne, das, was die Katzen hier so schön gegessen haben. Das schneide ich jetzt mal ab. Bei 10,5 schneide ich jetzt. Ja, der Länge nach wieder. So, dass ihr einen langen Streifen habt. 10,5 breit. Und das müssen wir jetzt kürzen auf 21 cm. So, der will wieder nicht scharf stellen, gell? Jetzt. Super. Okay. Und das ist die Vorderseite und die wird gefalzt bei 7 cm. Okay, kleine Pause, muss noch Papier holen. Okay, kein Problem. Dann warten wir kurz auf die Romy. Ich schreibe auch die Maße gleich mal auf. Falzen bei 7. So, dann schreibe ich noch die Maße für vorne auf. Und zwar ebenfalls 10,5. Mal 21 cm und hier wird bei 7 oder 7,0 gefalzt. Okay, bist wieder da, sehr gut. Ich habe dir hier auch die Maße aufgeschrieben. Wir brauchen noch für die Vorderseite. Ja, Claudi, das kann sehr gut sein, dass ihr diejenigen, die die Bastelbox haben, dass das kleine Stück schon fertig abgemessen drin ist, schon fertig zugeschnitten. Bitte messt aber nochmal nach, ob das auch stimmt, 10,5 mal 21 cm. Weil dann braucht ihr tatsächlich kein neues Blatt, richtig. Ja, also all diejenigen, die die Bastelbox haben, die brauchen dieses kleine Stück wahrscheinlich gar nicht zuzuschneiden, sondern haben das. Ja, also dann haben wir die Vorderseite. Das wären hier diese 10,5 mal die 21 und hier haben wir jetzt bei 7 cm gefalzt. Ja, das ist jetzt die Vorderseite. So, ich brauche jetzt noch ein Falzbein, das geht oder Beil
Das ist, oh, muss auch noch Papier holen, und Entschuldigung. Ihr könnt selbstverständlich noch euer Papier mit der Hand nachfalzen, aber mit so einem Tool hier, mit so einem Falzbeil, Falzbein, wie auch immer ihr das sagen wollt, da kann man es wirklich sehr, sehr gut glatt streichen, und es ist dann echt total flach. Genau, das war vorne. Ja. Dann kommt das mittlere Stück, und das wird so dann reingeklebt. Ja, da seht ihr schon. So wird es dann später reingeklebt. Ich gehe alle Schritte mit euch durch, also bitte noch nichts kleben. Ich will euch nur zeigen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und dann hinten mit dieser 0,5-Falz. Müssen wir auch noch nachfalzen. Ja, das ist hinten. Und das kommt hier an den Mechanismus. Moment. Wie haben wir es? So. Also so. Und dann kommt nach hinten, wird dann dieses hier dran geklebt. Das soll dann hier dran. So. So soll es am Ende aussehen, ja? Sodass, wenn wir jetzt diese Löcher stanzen und so weiter und unsere Sprüche gestempelt haben, dass, wenn wir es aufmachen, dieses kleine mittlere Stück da, das, was wir hier dazwischen von der Vorderseite drin haben und dazwischen quasi klemmen, das bewegt sich und wird dann hinter dem ausgestanzten Loch, was wir gleich machen, einen anderen Spruch zum Vorschein kommen lassen. Ja, das kann ich euch auch an der fertigen Karte den Mechanismus nochmal von oben zeigen. Vorderseite, Mitte und dann hinten. Und wenn wir die Karte geschlossen haben, dann sehen wir den Spruch, der ganz hinten gestempelt ist, durch die Stanzlöcher. Und wenn wir es aufklappen, ja, dann seht ihr, wie dieser Mechanismus funktioniert, wie das sich so davor schiebt. Dann sieht man den Spruch, den wir hier quasi auf die umgeklappte vordere Stück gestempelt haben. Ne? Also so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, das ist verständlich. Jetzt machen wir uns mal da dran. Und wir fangen tatsächlich mit dem mittleren Teil an. Also, wir fangen mit dem Teil an, der genau bündig gefalzt ist. Ja. Und zwar fangen wir an, indem wir hier ein Loch stanzen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht zu sehr an den Rand gehen. Und wir dürfen aber auch nicht zu sehr Richtung Mitte gehen, weil der Mechanismus muss so sein, dass wir, wenn es aufgeklappt ist, dass wir hier alles noch sehen können. Das heißt also, wir müssen so viel weg vom Rand auf jeden Fall, ja, dass hier noch der Spruch reinpasst ins Fensterchen. Aber wir dürfen auch gleichzeitig nicht zu sehr in die Mitte rutschen mit unserem Stanzloch. Sonst sieht man, wenn es zugeklappt ist, schon das andere dahinter. Also das heißt, ich werde jetzt stanzen ungefähr so in die obere, ich nehme jetzt hier so eine 1,3 Inch im Kreis. Ihr könnt auch, hi Lingling,
Ihr könnt auch gerne eine Etikettstanze nehmen oder sowas. Kann sein, dass es dann hochkant besser aussieht. Ihr müsst mal gucken. Also ich werde die jetzt so stanzen, dass dieser Kreis ungefähr hier ist. Ja? So, das nehme ich jetzt mal weg. Und das mache ich, versuche ich jetzt mal ganz gerade. Ja, ich hoffe, das reicht. Ich kann sonst auch ein bisschen weiter nach links wandern. So, also das erste Fensterchen. Ja, das ist, wenn ihr die Karte aufklappt, die Stück Mitte in der oberen rechten Ecke, nicht zu sehr am Rand und auch nicht zu sehr in der Mitte. Und ich hoffe, dass ich das jetzt gut gemacht habe, dass wenn ich hier die Karte aufmache, ja, also ich sehe weder hier Luft, das heißt, ich bin nicht zu nah am Rand, und wenn es zu ist, sehe ich auch nicht die hintere, diese hintere Klappe, ja, so. Dann nehmt ihr das Stück, wo ihr schon ausgestanzt habt, und euer Bleistift. Und dann umrandet ihr einfach hier diesen Kreis. Oder ihr fahrt es nach. Damit ihr jetzt die Vorderseite ebenfalls an derselben Ecke ausstanzen könnt. So dass diese Kreise dann aufeinander liegen. Wenn es zu ist. Wenn man noch Bleistiftreste sieht, kann man sie natürlich auch mit einem Radiergummi dann wegmachen. Ja? Zum Schluss im Vorderteil. Okay. So, jetzt können wir die zwei aufeinanderlegen, also vorne auf hinten legen. Und das klappen wir jetzt nochmal um, so dass wir dieses schöne Stanzloch sehen und wirklich die Karten gut aufeinander, die Ecken aufeinander, damit wir jetzt hier schön wieder unsere Umrandung. Machen können. Ja, also so, dass ich jetzt hier dieses Loch hier ausstellen kann. So, dann hoffe ich mal, dass das alles passt. Ja, super. Ja, alles aufeinander liegend. Alle drei Löcher passen zusammen. Perfekt. Super. So, dann kleben wir jetzt. Die Mitte mit dem Hinterteil zusammen. Was ich gemacht habe bei diesem hier ist, ich habe diese kleine Falz, diese 0,5 cm Falz, habe ich nach innen geklebt. Das sieht jetzt hier oben nicht ganz so schön aus. Deswegen werde ich das jetzt anders machen. Man sieht es in der Mitte nicht wegen dem DSP, aber oben und unten sieht man es schon. Ich werde es jetzt so kleben, dass dieses Stück hier hinten angeklebt ist. Ja? Also dazu braucht ihr ganz, ganz dünn euren Tombow-Kleber. Und
Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich muss mich jetzt hier so ein bisschen komisch rüberbeugen. Da kommt gar nichts raus. Also ganz dünn. Und dann legt ihr das so, ja, dieses hier da dran. Ich muss jetzt gucken, wie ich das mit dem iPad mache. Sorry, kann sein, dass ihr jetzt nur noch meine Haare seht. Ich habe jetzt hier ganz viel Kleber an dem Finger. Okay, ich denke, das wird mir jetzt besser gefallen, weil man sieht jetzt hier den Rand nicht mehr, wenn man das DSP draufklebt. Ja, und das ist jetzt hier hinten angeklebt mit dieser 0,5 Falz. Ja, ich hoffe, das hält. Aber ich denke schon. Dieser Tombow-Kleber ist ja echt super. Okay. Alles klar. Das ist jetzt Mitte mit hinten verklebt. Okay. Jetzt machen wir vorne an die Mitte. Und hier müssen wir aufpassen, dass diese gestanzten Löcher wirklich aufeinander liegen. Das heißt, jetzt kleben wir das da dran. Ja, und wir brauchen nur Kleber auf die Mitte zu kleben, weil hier darf nämlich kein Kleber hin. Ja? Das heißt, ich mache jetzt meinen Tombow, ich mache jetzt hier überall meinen Kleber hin. Eben, weil es wieder, ne, mit dem Tombow-Kleber. Ihr könnt auch einen anderen Kleber benutzen, also da, das ist euch überlassen. Ich glaube, hier muss man tatsächlich ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und vielleicht noch ein bisschen zurechtrutschen. Deswegen eignet sich dieser Kleber wirklich gut. Ist es denn schwierig, gerade was zu sehen wegen der Schatten? Ich kann nämlich auch noch das Licht von oben über dem Esstisch hier anmachen. Schreibt mir mal gerade in die Kommentare, wenn diese Schatten euch stören. So, hier müsst ihr aufpassen, dass das nicht mit verklebt wird, diese Rückseite. Das könnt ihr hier so darunter schieben. Und dann kleben wir jetzt vorne an Mitte und schauen, dass dieses ausgestanzte Loch, ja, da könnt ihr eure Daumen, ist okay mit dem Licht, okay. So. Und jetzt ist vorne an Mitte geklebt. Gut. Also wenn es noch Fragen gibt oder jemand noch ein bisschen Zeit braucht, ist das kein Problem. Ja, jetzt müsste eigentlich alles verklebt sein. Ja. Zuerst haben wir die hintere Seite an die Mitte geklebt. Und jetzt haben wir die Vorderseite an die Mitte geklebt und haben da auf diese Stanzlöcher geachtet. So, jetzt müsste das so aussehen. Du bist noch beim Loch. Okay, du guckst lieber nur zu. Okay, kein Problem. Genau, also ich stelle das ja auch gleich nochmal bei YouTube rein und dann kann jeder auch nochmal gucken, ja, wenn er irgendeinen Schritt nicht weitergekommen ist oder sowas. Ihr könnt mir aber auch gerne ein Zeichen geben. Stopp, warte, brauch noch eine Minute. Babbel dann einfach einen Schwank aus meinem Leben oder sowas. Damit habe ich kein Problem. Okay. Genau, also wenn ihr soweit seid, dass diese
Grundkarte jetzt steht, dann können wir unser DSP zuschneiden. Ja? Das ist erfordert höchste Konzentration. Ja, man muss ein bisschen gucken, ne? Was meint sie denn jetzt mit vorne, Mitte? Wo sind denn jetzt diese verdammten Stanzlöcher? Und so. Genau, wir nehmen jetzt wieder unser Schneidebrett. Und dann werden wir jetzt ein Stück von diesem ganz mein Geschmack DSP, das ist ja wirklich ein wunderschönes DSP aus dem Jahreskatalog, mit diesen Strukturmustern. Also ich werde jetzt dieses hier nehmen für die vorgezeigte Karte. Habe ich auch eins genommen mit solchen, wie nennt man die denn, Kacheln oder so, ne? Jetzt werde ich auch so Steinfliesen oder Steinkacheln. Ich werde jetzt ein anderes nehmen, was so ähnlich ist, auch mit Steinkacheln. Man könnte aus diesem DSP auch wunderschön ein Holzmuster nehmen. Ich fand diese Steinkacheln so toll für diese Karte, weil ich nämlich diese Blumen hier mit Ranken und so in die Ecke gemacht habe und dachte, ach, das sieht ja eigentlich aus wie so eine Mauer draußen oder sowas. Genau, wir wachsen mit den kreativen Herausforderungen. Richtig. Genau, also wenn ihr jetzt ein DSP nehmt, das ausgerichtet ist, das heißt also eins, was nicht überall gleich zum Beispiel gepunktet ist, sondern eins wie hier dieses Holzmuster mit der Maserung, ja, oder auch das, was ich jetzt gerne nehmen werde, das mit diesen Kacheln. Ich will ja, dass die dann am Ende so auf der Karte sind, ne? Also das heißt so, ja. Ihr müsst euch vorstellen, wenn euer Muster so ist, dass hier unten ist und dann zum Beispiel Blumen nach oben wachsen. Ja, dann müsst ihr, das wäre dann die Ausrichtung. Und die will ich haben. Das heißt, ich muss jetzt mein DSP so drehen, ja, dass die Ausrichtung jetzt so ist, um die Breite von 10 cm zu schneiden. Ja, ich schneide jetzt einen langen Streifen von 10 cm Breite. Ja? Und jetzt werde ich auch noch diese Länge etwas kürzen. Und zwar einmal bei 13,5 cm. Ja, 13,5. Das wird meine Vorderseite. Und dann nochmal wird geschnitten, und zwar bei 10,3. So, und dieses kleinere Stück, das werden wir dann reinkleben. Hier innen drin. Ja. So, das schreibe ich euch auch noch auf, diese Maße. DSP. 10 mal 13,5 cm und 10 mal 10,3 cm. So, da steht's. Und ich mal euch so ein bisschen die Ausrichtung auch hin. Also wenn das hier die 10 cm sind, dann soll meine Ausrichtung so sein.
Ja, dass wenn ich hier Blumen drauf hätte oder, keine Ahnung, schwimmende Fische oder sonst irgendwas, dass man hier ganz klar erkennen kann, das ist quasi unten und das ist oben. Ja, ich hoffe, das ist so verständlich. Bei ausgerichtetem DSP muss man bei manchen Projekten sehr gut aufpassen. Bei anderen Projekten ist es total egal und bei unausgerichtetem DSP ist es sowieso total wurscht. Okay, so, das DSP werde ich jetzt aufkleben, also das große Stück vorne. Und zwar mache ich hier einfach auf die Vorderseite ein bisschen Kleber und ich passe auf, dass ich nicht zu nah an die Ränder gehe, weil das DSP ja ein bisschen kleiner ist als das Flüsterweiß. Das heißt, nicht zu nah an die Ränder gehen. Aber ich will gerne hier drauf den Kleber haben, weil ich möchte nicht in diesem Loch den Kleber aus Versehen haben. Und deswegen, normalerweise würde ich natürlich auf die Rückseite vom DSP ja, den Kleber drauf machen und dann draufkleben. Aber hier möchte ich ja auch sehr gut auf dieses Loch hier aufpassen. So. Ich habe, glaube ich, auch so, ich habe jetzt hier genug Rand, denke ich, gelassen. Ihr könnt das gut sehen. Genau, wenn du nicht mit Handstanze lochst, dann stanzt du erst und klebst dann. Das bedeutet, dass du dir also dein DSP einfach dran hältst, ja, wo du es haben willst. Ja, dann drehst du es um, umrandest hier mit einem Bleistift, wo du das Loch stanzen möchtest und dann gibst du es durch die Stanzmaschine. Das geht natürlich auch. Ja, du musst es einfach gut platzieren und dann auch gut platziert lassen, wenn du es umdrehst, um hier mit Bleistift deinen Kreis zu markieren. Das geht aber ohne Probleme. Ja? So, und dann kann ich nämlich, wenn ich das draufgeklebt habe, kann ich es umdrehen. Da sehe ich ja das Loch, was ich im Flüsterweiß geklebt hatte. Und dann kann ich, oh, jetzt schon wieder Probleme mit der Schärfe. Hallo? Kannst du dich bitte scharf stellen? iPad. Super. Und dann kann ich nämlich genau hier jetzt einfach dieses Loch ausstanzen. Das heißt, jetzt stanze ich einfach das DSP, was zu viel ist, aus. Sorry, das wird ein bisschen dick gerade. Ich muss mit beiden Daumen machen. So. Ja? So sieht das Ganze aus. Und das mache ich jetzt auch in der Mitte. Am besten geht es wahrscheinlich, wenn ich das hier vielleicht so umknicke gerade. So, das heißt, dieses Stück DSP will ich hier drauf kleben. Da klebe ich jetzt wieder, mache ich meinen Kleber jetzt wieder hier auf die auf dieses Mittelstück und versuche einen Rand auszulassen. So. Und jetzt mein DSP hier drauf. Dann wieder umdrehen und stanzen.
So, jetzt nicht vergessen, das hier wieder zurückzuknicken. Okay. Ja. Damit ist jetzt die Karte mit Aufleger schon mal fertig. Jetzt müssen wir stempeln. Ich habe die Sprüche genommen aus diesem Set hier, Klitzekleine Grüße. Das ist auch im Hauptkatalog, im großen Jahreskatalog zu finden. Das sind insgesamt 32 Stempel mit ganz kleinen Sprüchen. Und da ist wirklich alles dabei. Ne? Von Ostern und Geburt und in Gedanken bei dir und Weihnachten und Ruhestand und Geburtstag. Immer schön bei Stampin' Up, schönen Geburtstag. Sagt natürlich keiner, der Deutsch spricht. Ist ein totaler Schwachsinn. Aber die Amis sagen nun mal Happy Birthday. Also müssen wir Deutschen natürlich auch schönen Geburtstag sagen und nicht herzlichen Glückwunsch. Gut. Aber hier gibt es zumindest einen Glückwunsch. Den werden wir heute nehmen. Hier ist auch Hochzeitstag und liebe Mama und viel Glück und einfach nur so ein Hi oder ein kleiner Gruß, aber auch ein Tut mir leid. Genau, zur Taufe, Schulanfang. Also alles wirklich coole Sprüche, die man für immer mal wieder braucht. Und es ist ein großes Set und damit kann man sehr, sehr viele Karten machen. Und da werde ich jetzt die beiden Sprüche nehmen. Für dich und Glückwunsch. Und ich werde es so machen, dass man zuerst für dich sieht und dann, wenn man aufmacht, schiebt sich Glückwunsch vor. Ja, das heißt also, am allerbesten ist es, wenn ihr jetzt euer Bleistift wieder nehmt und ganz, ganz hell markiert, wo ihr reinstempeln wollt. Und ich werde jetzt für dich in der InColor 2019-2021 Ziegelrot stempeln. Mal gucken, habe ich überall Tinte? Sieht gut aus. Das klappe ich mal so auf. Ich lege mal meine Karte hier so schön auf diese Linien, damit ich auch gerade hoffentlich stempel. Na, ohne zu verschieben. Und dann könnt ihr nämlich mit dem Radiergummi diesen Bleistiftstrich wieder wegmachen. Die Stampin' Up Tinte, die ist relativ schnell trocken. Also hier müsst ihr eigentlich keine Sorge haben, dass es verwischt. Also ich kann da jetzt hier drüber gehen, ist kein Thema. Okay. Jetzt sehen wir also für dich, wenn die Karte zugeklappt ist. Und jetzt wollen wir, dass, wenn wir die Karte aufmachen, dass hier jetzt Glückwunsch stempeln. Das heißt, hier auch wieder mit einem Bleistift dieses Loch umranden. Zack. Und dann können wir jetzt hier das hier aus dem Weg falten, damit wir hier gut stempeln können. Und Glückwunsch werde ich jetzt stempeln in Pfauengrün, ebenfalls in InColor 2019-2021. Also noch ein Jahr ein InColor und wirklich ein sehr schönes. Also ich mag dieses Pfauengrün total gerne.
habe jetzt das hier genommen, Pfauengrün. Und hier gucke ich auch wieder, dass ich gerade stempel. Und ich versuche hier im Kreis zu bleiben. Das heißt, ich muss wirklich diese Mitte finden. Das ist sehr schwer mit dem iPad gerade. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist ein bisschen schief geworden. Okay. Ist ja selbst gemacht, ne? So, was brauche ich hier mal? Dings wieder Radiergummi. Bin ich schon ein bisschen verwischt. Das war noch nicht ganz trocken. Okay, so und jetzt kleben wir, jetzt falten wir lieber alles so wieder zusammen. Okay, das ist richtig. Ebenfalls richtig. Super. Und das, was wir jetzt machen können, ist, wir können hier vorne verzieren. Und da haben gibt es unterschiedliche Varianten. Also diejenigen, die die Bastelbox von Marion bekommen haben, die haben diese Stanzteile bekommen aus dem Gute-Laune-Gruß. Diese kleine Sonnenblume mit einzelnen Blättern. Damit könnt ihr verzieren. Ja, ihr könnt also hier überlegen, wie will ich denn hier meine kleinen Sonnenblumen. Ihr könnt auch mit Dimensionals dann das letzte irgendwie so ein Stück erhaben, dann da drauf kleben. Sieht super süß aus, ne? Sonnenblumen auf die, mit dieser Mauer als Hintergrund. Oh, ich liebe es. Und ich habe aus Ziegelrot und Pfauengrün so ein bisschen filigranere Stanzteile ausgestanzt. Wichtiges steht. Ja, okay. Gut, also diejenigen, die von mir die Bastelbox zugeschickt bekommen haben, die haben so diese Stanzteile bekommen. Genau, also diese, ihr könnt auch was ganz anderes nehmen, diejenigen, die keine Bastelbox haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie ihr jetzt eure Vorderseite gestaltet. Ich werde mich jetzt an das Kleben machen und ihr könnt auch. Und ansonsten seht ihr ja hier auch nochmal die, diese Anleitung und die Maße. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dann am Ende in den unterschiedlichen Gruppen dann zeigt für Ergebnisse. Insbesondere, wenn ihr mit einem anderen DSP gearbeitet habt oder wenn ihr mit anderen Stanzteilen gearbeitet habt. Hier bei diesen ganz, ganz kleinen Stanzteilen, da braucht ihr wirklich nur ganz wenig von dem Tombow hier vielleicht auf diese Pünktchen. Und ihr müsst auch nicht auf jedes Pünktchen. Also man braucht hier wirklich ganz minimal. Minimalismus ist hier angefragt. Genau. Man könnte auch mit diesem Präzisionskleber arbeiten, wenn man denn noch was davon hat. Der ist nämlich gerade irgendwie vergriffen. So, ich mache jetzt mal hier eine Ranke hin. Und dann werde ich mit einem, gleich mit einem Mini-Dimensional dieses da draufkleben. Aber vorher klebe ich noch die andere Ranke fest. Hier ebenfalls eine mini kleine Pünktchen nur. Und dann kann ich euch auch schon erzählen, Marion und ich sind mit der Septemberbox fertig mit der Planung. Da werden wir euch ganz, ganz viel zu DSP erzählen, was man damit alles machen kann. Ihr werdet auch eine ganze Reihe
an DSP von uns bekommen. In der September-Box. Und da zeigen wir euch, was man für schöne Projekte mit, wo das DSP im Vordergrund steht, machen kann. Ah, oh, Sleepkinch. Was ist denn hier los? So. Und nächste Woche ist aber erstmal das letzte Projekt aus der August-Bastelbox dran. Und das ist auch eine super raffinierte Karte. Ich werde jetzt hier ein bisschen diese Blume so ein bisschen formen. So einen leichten 3D-Effekt reinkriegen, wenn man das mit der... Dann gehen die Blüten so nach oben. Das finde ich sehr schön. Mit einer super raffinierten Karte ist nächste Woche Marion dran. Also nochmal eine Fancy Fold. Und das ist eine Kite-Card oder eine Drachen, also so eine Wind, so ein Winddrachen-Karte. Die sieht so cool aus. Ich bin total gespannt, wie die gemacht wird. So, das werde ich jetzt hier dran kleben. Und dann hier das gleiche hier. So ein bisschen diese Blüte mit den Blättern so nach oben biegen. Und hier auch wieder, ne, mit einem Mini-Dimensional. So. Könnt ihr die Tür wieder zumachen, Kinder? Ja, ich weiß, das war der Wind, aber könnt ihr es bitte zumachen? Dankeschön. Ja, ich bin noch beim Basteln. So, also hier die zwei kleinen Blüten. Und dann werde ich hier mit diesem Strass oder Strass-Schmuck werde ich so kleine Glitzer, du hast es geschafft, sehr gut. Mit diesen kleinen Glitzerpünktchen werde ich jetzt in die Mitte kleben. Und dann sieht es auch schön nach einer Blume aus. So, genau, und jetzt mache ich noch die große Blume mit den Ranken hinten dran. Da mache ich, glaube ich, die hier zuerst hier unten dran. Und hier auch wieder super, super wenig Kleber. Hier am besten in diese Mitten rein, da diese Mittelpunkte, ne? Da wo am meisten Platz für einen Klebepunkt ist. Aber auch ganz, ganz wenig. Oder Glue Dot würde auch gehen, wenn ihr so ein Glue Dot zwischen den Fingern so zusammenrollt. Und dann festklebt. Das geht auch. Na. Mein Kleber möchte gerade nicht so gerne jetzt. Okay. Diese Ranke, die klebe ich hier unten fest. Und die andere kann ich eigentlich direkt dahin kleben. So, ich hoffe, ihr kommt alle noch mit. Und wenn nicht, ist wie gesagt auch nicht schlimm. Ich werde das Video nochmal bei YouTube hochladen und ihr könnt es auch später bei Facebook gucken. Ne? Sobald es hier abgeschlossen und abgespeichert ist, könnt ihr es auch euch bei Facebook wiederholt angucken. Das ist ja gespeichert. So, und dieses hier können wir auch sehr vorsichtig nach oben ziehen. So, und da können wir jetzt kein Dimensional hinten dran kleben, dazu reicht der Platz nicht. Aber dann machen wir einfach, kleben wir es plan auf die Karte. So.
Okay, und um noch ein bisschen mehr Bling Bling zu haben, werden wir hier diese Schmucksteine in Schmetterlingsform. Ich werde jetzt mal 2. Genau, ja. Da guckst du mal, Cordula, was du zu Hause hast und welche Ideen du dazu hast. Aber die Technik ist ja schon mal verstanden. Bei Romy hat es auch geklappt. Ah, bei der 0,5 cm Falz. Oh, okay. Ah, das tut mir leid. Vielleicht ist es nicht genug Kleber gewesen oder vielleicht musst du noch ein bisschen fester mit so einem, also nachfalzen, dass es richtig flach ist. Eventuell ist das ein Problem gewesen. So, ich werde jetzt hier 2 von diesen grünen Schmetterlingen, von diesen faulen grünen Schmetterlingen noch dran kleben. Und diejenigen, die von mir die Bastelbox zugeschickt bekommen haben, die haben auch, müssten auch diese Schmetterlinge dabei haben und auch die Glitzersteinchen. Ich muss die ganze Zeit an dieses Remi-Demi-Lied von Deichkind denken, weil der Kleine, der hört im Moment Deichkind, darf man keinem erzählen, 6-Jähriger, der so eine Musik hört, aber ja, ist im Moment seine Lieblingsband. Und dann ist bei diesem Remi-Demi-Lied, also ich mag ja Deichkind auch total gerne, und dann sagen die immer ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer. Daran muss ich jetzt die ganze Zeit denken, während ich diese Karte bastle. Okay. So. Dann sind wir fertig mit unserer Peekaboo Hidden Message Karte. Für dich steht da, und wir machen die Karte auf und bam, Glückwunsch steht da. Hier habt ihr genug Platz für eine individuelle, genau, yippie, yippie. So, ja, ich hoffe, das ist euch gelungen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Ich habe mich super gefreut, mal wieder sonntags mit euch zu basteln. Und ich freue mich total auf nächste Woche. Genau, vielen Dank, Claudi, für diesen Tipp mit dem Stück abschneiden. Ja, vielleicht ist einfach die 0,5 cm Falz doch ein bisschen größer geworden, ein bisschen breiter und war 0,6 oder 0,7 oder so. Vielleicht muss man da einfach noch ein bisschen abschneiden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich auf jeden Fall auf nächsten Sonntag. Und da werden wir mit Marion eine Kite-Karte basteln, einen fliegenden Drachen basteln mit ihr. Und ich wünsche euch allen einen schönen sonnigen Sonntag, der nicht zu heiß ist, so wie die letzten Wochen. Und ja, sehe euch ganz, ganz bald und bin froh, wenn ich auch eure Ergebnisse gleich in den Gruppen sehe. Bye, bye! Das lag am Außendran kleben. Ah, okay. Ja, das war also doch keine gute Technik, meinst du, Marion? Ja, sehr gerne, Cordula. Also, das kann sein, dass das am... Also, ich habe jetzt keinen Unterschied jetzt gerade bei mir gemerkt. Da habe ich innen geklebt. Hier habe ich außen geklebt. Nee, ich merke ehrlich gesagt keinen Unterschied, aber ist... Ja, stimmt, dann geht es um den anderen Bogen rum und dann hat man nochmal so einen Millimeter vielleicht weniger. Das stimmt schon. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Vielen Dank für den Tipp, Marion. Ja. Sehr gut. Dann bis nächste Woche. Bye, bye.